Hallo und willkommen zurück zu Chris Tales. Wir haben 2 von 4 Ruinen abgeschlossen und sind jetzt auf dem Weg langsam zur dritten. Ich habe eine Vermutung, wie wir da treffen werden. Und zwar unsere liebe Stottertante. Zumindest die mal gestottert hat. Da bin ich ja mal gespannt, wie dann der Kampf jetzt ablaufen wird. Weil wir durften ja schon mal gegen sie kämpfen. Wobei ich frage mich allerdings eher, wenn wir gegen jetzt sie kämpfen. Wir gehen mal nicht jetzt ganz genau der Reihenfolge nach von Stadt zu Stadt. Sondern. Aber ist Paulina eigentlich wieder da? Nee. Sondern wir gehen jetzt erstmal dahin. Und zwar machen das erstmal so. Weil ich mich die ganze Zeit frage, gibt es ein Waffen-Upgrade? Das frage ich mich die ganze Zeit. Weil die Waffen sehen auch echt abgenutzt aus, wenn ich mal so recht überlege. Deswegen will ich mal wissen, was, ob sie was machen kann. Ach guck mal, da haben wir wieder eine Maschine. Thank you for seeing me. I am honored to stand before you today. State your name and purpose, please, for the record. I am Nassar. My function is enlightenment, creation, research, development, advancement of thought and action. In what areas? Variable and unbounded. My current focus is on defense research and advancement. So, what have you brought us today? This sword, a tool for enhancing the powers of our time mages. It is currently in the prototype phase of development. That's certainly interesting. Tell us more. Genau, es geht mich um Nassar. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob wir die Waffen verstärken. Haben wir da noch irgendwas? Ach, da guck mal, da ist doch eine Kiste. Dunkler Stahlring, okay. Haben wir sonst noch was hier? Nee. Das heißt, wir benutzen erstmal den Teleporter jetzt hier. Wupp. Ah, und da haben wir Gegnerbegegnung. Oh mein Gott, Feuerfliegen. Ne, wir greifen erstmal den Golem hier an. Na komm her. Ich hoffe, das bringt die jetzt nicht ganz um. Ah, tut sich, okay. Denn ich glaube, ich habe eigentlich mal ein bisschen auch verstanden, wie das halt funktioniert. Mist. Also jetzt wahrscheinlich noch nicht. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, wir würden jetzt hier alle sterben, aber okay, dann nicht. Da machen wir jetzt bei ihm auch. Okay, die ist leider verwirrt. Ich finde es interessant, dass die noch immer noch angreifen und keine Kamikaze benutzen. Och man. Fähigkeit. Okay, es hat nichts gebracht.
Moment, dann machen wir es mal anders. Okay, es hat nicht geklappt. Ich wollte ihre Verwirrtheit loswerden. Och nö. Wieso ist denn die so ganze Zeit so verwirrt? Oh. Alter, setzt ja auch Kamikaze ein. Heilen wir mal alle. Ah, Mann, das ärgert mich jetzt aber ein bisschen. Ey, diese Böen Feuer fliegen. Ich hab jetzt endlich, glaube ich, so leicht verstanden, was ich machen muss, um die anderen Fähigkeiten zu kriegen. Bin ich jetzt aber gerade spontan drauf gekommen. Ich muss wahrscheinlich doch von jeder Art ein absorbieren, dass ich möglichst viele verschiedene Fähigkeiten haben. Das ist meine Vermutung. Ah, guck mal, da sind wir wieder am Anfang. Okay. Ich glaube, bevor ich jetzt mal weitergehe, muss ich erstmal Heilung hier. So, jetzt haben wir noch den Weg hier. Why the obsession with time mages? They hardly seem worthy of so much of your attention. Perhaps the humans, their interactions with the crystals, with our machinery, time itself. It's fascinating in its complexity. So, why the focus on them? My assignment is the defense of the Rena. These humans are making advancements in ways I could not have predicted. It merits study. That said, it is not the area upon which I would choose to focus. No? No. In particular, I would like to work on the Time Displacer project. Interesting. Why is that? We are a peaceful people. War is never the path to enlightenment. I would rather work on something that is likely to benefit society. Additionally, if the Rena are forced into conflict, I suspect time itself may be the weapon that threatens us all. I see. Thank you for sharing that with me, Nassar. Perhaps you're right. Ich glaube, sie ist Lilith. Zumindest habe ich die Vermutung, dass sie das ist. Ja, wir gehen erstmal dahin. Da hinten wartet die auch schon. Nassar. Ey. Zaubersandalen, okay. Scheint, sind wir jetzt wieder hier am Anfang. Jo. Ah, okay, dann wieder zurück. Gut, geht jetzt. Nee, warte mal, wir machen das anders. Erstmal auf sie. Dann machen wir mal. Ich habe jetzt Seemann. Ah, jetzt ist sie verwirrt. Okay. Nee, wir greifen wieder sie an. Hier setzen wir mal eine Wasserbombe ein. Ernte, mal sehen, ob es jetzt klappt. Ah, jetzt hat es geklappt. Schön. So, das war's mit der. Und mit der Feuerfliege. Schön.
So, zurück zu Nazar. Die wartet ja schon da hinten auf uns. Nazar, hurry! The humans are attacking! We have to run! Defenses are coming online now. Weapons are being distributed as we speak. There's no time! You have to go! Incorrect. Now that the defenses are activated, I shall head out to assist in the defense. You can't, Nazar! They'll kill you too! Perhaps, but I must. It is my duty. I'm sorry, Nazar. I can't let you do that. Blast door! What have you done? Let me out! I must defend the Rena! Let me out! Let me out! Oh. Okay. Wahrscheinlich, wenn wir das aktivieren, kommen wir direkt zu ihr. Aber erst speichern wir mal lieber. Ich weiß, ich spreche viel zu oft in dem Spiel, aber ich will einfach auf Nummer sicher gehen. Bevor ich den ganzen Weg da nochmal hinlaufen muss, dann speichere ich lieber einmal mehr. Wait, Chris Bell. Aren't you Ja, ist ja okay. Hallo. Echt? Okay. Gut, dass wir die noch nicht haben. Klar, nochmal Hochdruckstrahl auf ihn. Wow. So, Seelenernte. Mist. Okay. Greif hier mal den die Feuerflieger an. So, nochmal auf Easy Speed. Verteidigen wir mal. Und probieren das nochmal mit der Seelenernte. Ah, hat ja geklappt. So, da ist sie. Sir. So, little thief. Now you know my great shame. When the Rena were being attacked, I could not defend them. Now, I live to carry on their legacy. In the past, I could only watch as the Rena were slaughtered. I was helpless, unable to fight alongside my masters against the human hordes. This time is different. Oha. Ja, es ist ähnlich wie letztes Mal. So, sie hält die Schmiede ein. Ich weiß nicht mehr genau, was sie anfällig war. Ich glaube, es war aber auch wieder Blitz. Hast. Muss ich mal erstmal gucken, was hier anfällig war. Absorbiert Feuer. Also ist gar nichts anfällig. Okay. Gut zu wissen. Aber Giftwasse. Sie kann vergiftet werden, das ist schön. So.
So, erstmal wieder Regener. Was haben wir denn jetzt für Fähigkeit Neues dazu gekriegt? Halt verbindet. Okay. Macht aber auch nicht so wirklich viel Schaden. Ah, ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht, dass ich Gift benutzt habe. Allerdings, sie hält sehr viel aus, muss ich sagen. Versuche ich das ja so, dass sie jetzt immer von der guten Kari vergiftet wird, so dass er ein bisschen mehr Schaden machen kann. Seine Blitzfähigkeit ein. Eigentlich könnte ich sie auch durchnässen. So, Moment. Erstmal vergiften wieder. So. Dann setzen wir mal kurz auf sie an. Gucken wir mal, dass wir sie mal nass machen. Gut, nass ist sie jetzt auch. Was können wir denn noch machen? Okay, das bringt jetzt leider nichts mehr. Ganz gerne probieren, dass sie mal mehr als einen Statuswert hat. So, vergiftet ist sie auf jeden Fall jetzt wieder. Nicht. Okay, das bringt nichts. Warte mal, dann machen wir mal den Kobold. Vielleicht können wir damit noch was erreichen. Wieder hast du auf ihn. Ordentlich vergiften. Dann mal Feuersturm benutzen. Ah ne, Feuer ist sie ja immun. Nein! Das heilt sie ja, ich Idiot. Ach, die greift sie jetzt zweimal an. Okay.
Wow. Das ist ja ein bisschen doof jetzt. Denn es wäre, glaube ich, besser, mal Regener zu benutzen. Oh, ich habe keinen Mana mehr. Gegenstände. Christopher hat da eh nicht mehr viel Leben. Nutzen wir mal die Komplettmischung. Erstmal wieder sie vergiften. Viel aus, ey. So. Er ist der, der am meisten Schaden hier macht. Nesseln wir sie mal wieder. Und hier setzen wir wieder Mucha ein, dass sie schön vergiftet wird. Da sie ja noch durchnässt ist, vielleicht macht er dann ein bisschen mehr Blitzschaden jetzt. Ah, guck mal. Fähigkeiten. So, gut verdeffen. Erstmal sie wieder vergiften. Das halte ich immer noch für das Sinnvollste. So, jetzt erstmal wieder Wasserattacke. Wow, die sagt ja was. Ich wundere mich, dass sie jetzt was sagt. Nein, ich spiele nicht mit dir. Blitz. Ah, ist echt schon heftig, ey. Ein Bosskampf. Eine Folge, ein Bosskampf, wenn ich so recht überlege. Ah, sie ist fast down. Ah, 16 Leben hat sie noch. Ah, komm, bring es zu Ende. Defeated. Again. What use am I if I cannot defend the ones I am sworn to protect against our enemies? What purpose do I serve? Nassar, we are not your enemy. You would prevent the resurrection of the Rena. That makes you my enemy. No, I'm just trying to stop this world from being destroyed. The two are one and the same. They don't have to be. Please. Give me a chance to prove it. How? What would you do differently?
War is never the path to enlightenment. You said that. That was long ago. But that's your purpose, isn't it? Enlightenment? Creation? That hasn't changed. That is the purpose given by my creators. It has not changed, as they were all murdered. I know, and I can't begin to understand how horrible it was. But you were made to build, not to destroy. Let me try. What is it you propose? I don't know. Not yet. Please, just give me some time. If I fail, we're all doomed anyway. You have nothing to lose. Perhaps. Regardless, I am not strong enough to stop you. Do as you... No. One of the generators. Another one. We're getting closer to getting that barrier down. Quickly, deactivate it. Seems that... So, da die jetzt immer wieder dasselbe sagen, egal bei welchem Generator, habe ich das jetzt einfach mal übersprungen. So, damit haben wir nur noch eine Ruine vor uns. Aber die machen wir in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich hoffe, dass wir die jetzt auch noch schaffen werden. Bis dahin, ciao und bis zur nächsten Folge.